Grundkurs. Ich glaube, ich werde den Sprint zuerst machen. Haben wir den nicht schon mal versucht? Auf jeden Fall war ich schon mal einer. Hey Mann, wir fahren bla bla bla. Ein Sprint, falls du mit deiner Gurke, Spider-Man Mann, werd mich bitte, damit ich mein Geld kassieren kann. Ja, Carlito. Carlito. Okay, verpixelter Boden. Das ist ja immer schön. So, jetzt war ein kleiner Slowdown bei der Framerate, aber jetzt geht's wieder. Und das erste, ja, das zweite Rennen heute. Und dieser Sprint hat, glaube ich, eine gute Distanz. Also klemmen wir uns gleich mal hinter den Audi wie eine Spinne in dessen Windschatten. Und wir aus eine Spinne aus dem Schatten werden wir dann auch gleich zuschlagen. So, der Audi greift an, merkt aber nicht, dass wir ihn angreifen dabei, während er den Vordermann angreift. Boah, den konnte er nochmal ausweichen. Aber jetzt drücken wir gut die Pace. Wir machen gut Tempo. So, da konnte ich gerade nicht so gut greifen, weil ich mir den Ärmel hochgekrempelt habe. Muss ja auch mal sein, ne? So kann ich nämlich irgendwie besser fahren. Und ich fahre viel lieber mit einer Framerate von ungefähr 30 Frames, als sonst immer mit 15 Frames. Was bin ich da gefahren? Das Auge kann ja nur 24 Frames pro Sekunde sehen. Also seid ihr damit bestens versorgt. Wobei ich fand, mit den 15 Frames ging das auch. Aber so bockt es eben mehr. Jetzt gehen wir hier mal ein bisschen Nitro, um zu zeigen, wie cool wir sind. Boah, wenn man hier einen Crash baut, dann ist man mal weit weg vom Fenster. Dann heißt es Spinne mausetot. Boah, was zieht denn der da so nach außen, der Mistkerl? Kommen wir schon auf 300? Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass der hier. Boah, das war gut gerettet. Schon auf 200 zieht. Ja, auf 200, ja. 200 zieht er die ganze Zeit schon, mein Lieber. Crazy. Ne, auf 300 könnte der hier schon hochgehen. Aber jetzt nicht mehr, weil jetzt sind wir im Stadtgebiet. So, gleich mal ein bisschen früher die Kurve reinwerfen. Das Handling von dem Ding ist ja nicht das allerbeste, das muss man fairerweise sagen. Also, da hat der Audi doch einen Vorteil. Aber für Drags zum Beispiel hier ist das perfekt gemacht. Und ich bin so weit vorne. Ich könnte theoretisch auch gleich in den Lackiershop reinfahren und mich nochmal neu lackieren lassen. Aber will ich ja gar nicht. Karosserieshop war es, glaube ich. Aber will ich ja gar nicht. Sieht ja alles perfekt so aus. Gefällt mir. Die Spinne hat wieder zugeschlagen. Die neue Überschrift in der nächsten Zeitung. Spider-Man. Boah. Da habe ich aber nochmal gerade so reagiert. Und jetzt hauen wir hier das Nitro raus. Na komm, Vollspeed. Yeah, nein, den wollte ich noch rammen. Da bin ich nicht mehr schnell genug rumgekommen. Und mit 5 Sekunden Vorsprung vor den beiden A3s und einem WIX STI, ne, WRX. Na gut. Mit Rufpunkten und Geld. Ach ja, herrlich. Herrlich. Da geht mir das Herz auf. Da fühle ich mich richtig gut. Neues Mess. Scheinwerfer. Boah, ihr schreibt auch immer dasselbe. Boah, aber wenn der losfahren will, dann dreht er sich irgendwie immer. Ja, also der macht schon ein paar Zicken, aber nicht jede Spinne kann voll gehorsam sein, ne? Spider-Man hat ja auch mal Probleme. Sorry, Dude, mit seinem Anzug. Zivile Opfer gibt's ja auch. Sorry. Oh, ein Pool. Gleich mal rein mit meinem Auto. Das ist ein Witz, oder? Nie im Leben kannst du in diesem Trümmerhaufen driften. Du fährst hier nicht auf dem Acker spazieren. Hier geht's zur Sache. Zeig, was du drauf hast. Ja, Chuck Norris. Gegen dich habe ich echt keine Chance. Und du hast keine Chance, wenn Hans Zapper dabei ist, mein Freund. Wenn Hulk wütend wird, wird er zu Chuck Norris. Wenn Chuck Norris wütend wird, wird er zu Hans Apai. Ach, die Hans Apai-Witze, die werden nie alt. So. Auch beim Drift endlich mal mit einer etwas besseren Framerate. So, ich weiß gar nicht so. Im Drift ist der hier ja noch nicht so erprobt. So, die knallen gleich mal beide hier in die Wände. Ja, nicht zu furios, Leute, sonst bin ich hier gleich auf der Verliererstraße, wenn die mich hier die ganze Zeit in Wände drängen. Yeah, komm hier rum. Wehe, du nimmst mir. Ja, danke. Hatte mich einfach mal vor der Wand abgefedert und wir haben hier jetzt schon einen guten Vorsprung. Und hier tut er mir denselben Bärendienst. Es ist immer wichtig, dass ihr so einen habt. So, jetzt fährt er mir langsam weg, der Penner. Aber der Nissan liegt gut in der Kurve. Also, driften mit dem ist nicht allzu schwer. Wobei, driften mit so einer Framerate tut einfach viel, ist einfach viel besser als mit so einer Gümmel-Framerate zu driften, wie in den letzten Drifts. Ich kann es nur betonen, das Spielgefühl und ich hoffe auch das Zuschauergefühl steigt dadurch, aua, einfach immens.
So, jetzt muss ich mal wieder was Richtiges raushauen hier. Die werden schon ungeduldig, die Fans da unten. Ja? So, hier kurz um die Kurve. Boah, den musste ich gerade mal saven. Und das Neon von dem gefällt mir. Das ist, glaube ich, so Aqua. Also das sieht ganz nice aus hier so auf dem Boden. Aber ist nicht pulsierend wie meins. Also ist der Junge uncool. Ey Mann, du bist uncool. Du bist nicht so wie ich, du bist uncool. So, hier kurz den Jet-Setter um die Kurve. So, aus der Kurve rausbringen sollte man den Drift auch noch. Seid ihr eigentlich dieselben? Nee, sah gerade in der Kurve so aus, als ob das Zwillinge wären. So, das war etwas zu eng angefahren. Und der eine zieht uns da davon. Das ist wahrscheinlich der mit den 35.000 Punkten. Er sollte vielleicht etwas mehr auf Punkte als auf Schnelligkeit Wert legen. Aber gut. Ich will ihn gar nicht kritisieren, ne? Ist ja nicht meine Sache. Ist ja nicht so, als würde es mich was betreffen, ne? Ich fahre mein Rennen, er fährt sein Rennen. So, den muss ich gerade mal retten. 104.000. Jetzt wird Party gemacht. Party gemacht. Jawohl. Und es schüttet wieder, aber das ist nichts. Der Regen ist der natürliche Lebensraum von Spider-Man. Spider-Man. Stopp. Danke. So, jetzt kurz raus beschleunigen. Ich wette, ich könnte jetzt das Rennen ganz normal einfach ohne zu driften zu Ende fahren und würde locker gewinnen. Ich weiß es doch, ich weiß es doch. Nein. Boah. Was heißt hier zu langsam, du Mistkerl, ey. Bam. So, der erste müsste doch jetzt schon langsam mal am Ziel sein. Ach, einer ist noch hinter mir sogar. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Da hinten kommt so um die Ecke, schlawinert. Der erste war dann extraordinary langsam. So, der erste ist doch schon lange am Ziel. Ich weiß es doch. Ja, da ist er. So, dann wollen wir das Ziel auch mehr erreichen. Hier im Highspeed-Modus. Ziel, ich erreiche dich noch. So, Chuck Norris nur Dritter. Was ist los bei ihm? So, und dann mal rein. In die gute Stube. Ja, Leute, ich habe gewonnen. Was auch sonst. Mit einem guten Punktevorsprung, vollen Rufpunkten. Ach ja, Rachel. Läuft es nicht alles sehr gut? Du als meine Managerin müsstest doch jetzt schon in Geld schwimmen. Dödelödel. Schon mal vom Stuff Magazine gehört? Wir sind gerade auf Fototour. Sorg für ein gutes Ergebnis und das Titelbild gehört dir. Ja, da sehe ich doch auch schon. Ist direkt hier bei mir in der Nähe, dieses Spezialevent. Und das werden wir dann noch gleich mal anvisieren. Ich sehe nämlich keinen Grund, warum wir nicht für Stuff Magazine posen müssen. Die Spinne muss ja auch bekannt werden, ne? So, eine Strecke fahren. Was auch sonst. Hey, der Typ wird langsam nervös. Hat heute Abend noch kein gescheites Rennen gehabt und will abhauen. Ich versuche ihn anzuhalten, aber du musst in den nächsten 21 Minuten hier sein. Na, okay, im Stadtzentrum. So, dann wollen wir gleich mal los. Bisschen Nitro geben. Aber das sollte doch für einen Nissan dieser Art, für die Spinne, die schwingt sich über die Häuser und nimmt Abkürzungen. So, Vollgas. Vorne dümpelt ein anderer rum. Aber ich kann mich gerade... Verpiss dich, du Volltrottel, ey. Was gibt's noch zurück? Ja, genau du. Du Früchtchen, dich krall ich mir noch, weil ich nicht so schnell wäre. Tschüss. So, ein eleganter Sprung nochmal. Hopp. Da sind wir auch gleich schon da. Hopp. Boah, ist der schnell. Au. Das haben wir jetzt überhaupt nicht gesehen. So, hier nochmal kurz... Um die Kurve, ja, 34 Sekunden, was willst du mehr? Da bin ich. Alles klar, Stuff Magazine hat deine Rakete auf dem Cover. Ja, meine Rakete, Rachel, ne? Willst du auch mal meine Rakete? So, Simon, du hast auf das Titelbild deiner Zeitschrift gehört, das musst du gesehen haben. Aha, keeping your exhaust notes legal. Man kann mein Spinnennetz gar nicht sehen, plus Girl, Street Racing Special. Stuff, do it in style. Audio files rejoice. New seasoned head units. Aha. Ja, natürlich möchte ich die speichern. Was denn sonst? Mit dem Babe drauf? Aber du bist auch ein hübsches Babe, Rachel. Das muss man ja. Kann man ja gar nicht sagen. So, ich würde mal sagen, dann fahren wir das hier jetzt so ein bisschen ab. Und beginnen mit dem Streetex. Also ab in die Hates. Ein kleiner Kindergartenausflug in die Hates. Död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 
Ich hab doch gesagt, ich kauf mir dann noch Früchte. Yeah, die Spinne ist wieder da und sie fliegt. Oh, der Crash war nicht schlecht. Er kam mir dann auch so blöd entgegen. Gut, er hat jetzt erstmal einen Schock für die nächsten zwei Jahrzehnte seines Lebens. Aber was interessiert mich das, ne? Wir sind doch der egoistische, das egoistische Arschloch hier. Nitro for the win. So, die Einfahrt habe ich mal voll verpasst. Aber who cares? Hierum, das sind erst zwei Parts und wir haben eigentlich schon eine Menge geschafft. Zwei Rennen, Spezialevent, dann noch, lass mich nicht lügen, ich sollte nicht so oft auf die Stoppuhr gucken. Und dann noch das Spezialevent und dann noch umlackiert natürlich. Das hat ja auch den ganzen, fast den ganzen ersten Part in Anspruch genommen. Aber ist doch nicht schlecht. Alles nicht schlecht, so. Hier, wir sind noch nicht fertig, Freundchen. Kriegst noch Popo-Aue von mir. So, ab in die Jackson Heights gedüst. Boah, es geht auch ganz schön flott hier. Das muss ich ja sagen, Alter. Nicht so, mein Freund. Und hopp. Nitro. Und nochmal gegen zwei Wände geknallt und rein in den Streetex. Jo, fettes Streetex am Start. Bist du cool, dann mach mit. Los, trau dich. Hol die Kohle raus und stell dich hinten an. Jawohl, Jamie. Die Strecke sieht auch nicht allzu anspruchsvoll aus. Also stellen wir uns der Herausforderung durch den guten Jamie. Boah, der Crawler vor mir sieht ja so verschissen aus. Naja gut, nicht jeder kann ein schönes Auto haben, ne? Nissan for the win. Und hier gefällt mir der Tacho einfach. Der sieht einfach nur nice aus. So, jetzt schummel ich mich hier einfach in die Mitte. Zwei wurden gedreht, einer folgt mir jetzt noch. Musste ich mich einfach mal ein bisschen nach innen schummeln. So, jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen get to know the Strecke. Und wie gesagt, wenn man beim Streetex einmal vorne ist, dann hat man es eigentlich, wie ich so nicht müde werde zu betonen. Alter, eine Rundenzeit von 28 Sekunden. Das ist ja sehr passabel. Aber der Nissan lässt sich echt gut fahren. Also, ich dachte erst, Handling ist ja eher so eine Sportmaschine, so ein kleines Straßenmonster, aber das Handling ist 1A. Vielleicht liegt es eigentlich einfach daran, dass ich vorher immer mit 15 Frames pro Sekunde fahren musste und jetzt ja, hier gerade mit 23 fahren darf. Und ja, ich werde nicht müde es zu sagen. Es hebt einfach das Spielgefühl nochmal. Was ja gar nicht mehr einfach ist bei diesem wirklich tollen Spiel. Hat Electronic Arts echt mal was rausgehauen. Es ist ja nicht immer so bei denen, aber generell ist EA schon eine meiner Lieblingsspieleentwickler, muss man so sagen. Ich habe eigentlich auch hauptsächlich Spiele von den guten Männern von Electronic Arts. Dum 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 dum. Spiderschwein, Spiderschwein. Kennt jemand das? Homer Simpson? So, und jetzt haben wir uns hier vor Jamie, Eric und Co. einen riesigen Vorsprung rausgefahren. Die Spinne hat wieder zugeschlagen. So, 5 Sekunden Vorsprung, 300 Rufpunkte, the maximum und Speichervorgang und dann gleich zum nächsten Event. Ich glaube, das ist ein Sprint. Wenn ich jetzt in URL kommt, dann würde ich da natürlich hinfahren. Nee, kein URL zu sehen. So, betreff Stuff Magazine, da waren wir doch schon. Ach, Rachel, ist also verspätet. Wir haben doch alles schon erledigt, Schatz. Hoppala. In der Luft, Nitro for the win.